Hallo liebe Japan-Freunde und willkommen bei Japan Connect, meiner schönen asiatischen Buchwelt. Heute möchte ich den Booktube Newbie Tag drehen, den ich vor ein, zwei Tagen bei der lieben Miss Drunken Cherries Bücherstapel gesehen habe. Den Kanal verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox, schaut da sehr gerne einmal vorbei. Ich habe den Tag schon früher bei anderen Booktubern gesehen, aber da habe ich selbst noch nicht Booktube gemacht. Plus, als ich ihr Video gesehen habe, habe ich mich total darin wiedererkannt. Also ich fühlte mich quasi gespiegelt in ihr. Ich bin ja schon ein Jahr bei YouTube, aber zu Beginn habe ich mehr Videos gemacht zur japanischen Sprache und Kultur, also Themen, die mich interessiert hätten, als ich noch an der Uni war und über die ich gerne mehr erfahren hätte, ohne jetzt einen dicken Schinken zu lesen. Ich bin dann über Caro zu Booktube gekommen und es hat ein bisschen gedauert, bis ich mir dann auch wirklich eingestehen konnte, dass ich Booktube machen möchte. Und vor ein, zwei Monaten war es dann soweit, dass ich mir gesagt habe, okay, du möchtest Booktube machen, du möchtest ein asiatisches Booktube machen mit Fokus auf Japan, aber auch anderen asiatischen Ländern. Das schließt ja nicht andere Bücher aus, aber eben hauptsächlich Asien, um ja, so mit Leuten in Kontakt zu treten, die sich ebenfalls für diese schöne Region der Welt interessieren. Ja, ich dachte, es wäre eine gute Möglichkeit, um mit euch in Kontakt zu treten, denn in den Kultur- und Sprachvideos erzähle ich zwar sehr viel, aber die bleiben ja relativ unpersönlich. Also ich erzähle ja nichts von mir selbst, sondern einfach von gewissen Aspekten in Japan. Dieser Tag scheint mir eine gute Möglichkeit zu sein, um mit euch in Austausch zu treten, dass ihr mehr ein bisschen über mich erfahren könnt, weshalb ich denn überhaupt jetzt Booktube mache. Und ja, dann in den Kommentaren, dass ich auch mehr über euch erfahre. Was zieht euch an Asien an? Was mögt ihr daran? Welche Aspekte mögt ihr? Welche Länder mögt ihr? Gibt es Länder, die ihr lieber mögt als andere? Solche Sachen interessiert mich wirklich brennend, denn ja, ich lebe jetzt schon seit 2015 in Asien, also war schon in verschiedenen Ländern in Asien und ja, das finde ich immer super spannend. Aber jetzt beginnen wir, sonst ja, verzettle ich mich nur. Und zwar mit Frage 1. Warum hast du mit Booktube angefangen? Also wie gesagt, ich bin ein bisschen darüber gestolpert, also über Caros Kanal habe ich meine Liebe zum Lesen wiederentdeckt und jetzt ist es so, dass ich bin ja verheiratet mit einem Japaner und mein Mann liest auch sehr viel, aber er liest hauptsächlich auf Japanisch. Das heißt, wenn ich jetzt ein Buch lesen möchte, das auf Deutsch erschien oder auf Französisch erschien, dann kann ich ihm einfach von dem Buch erzählen, aber wir können es nicht zusammen lesen. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, dass er so ein bisschen einen anderen Büchergeschmack hat. Also er hat sehr gerne Krimis und Thriller. Und wenn es dann Thriller sind, dann so wirklich Hardcore-Sachen. Und ja, ich bin wirklich sehr zart beseitet. Also ich weiß noch, dass ich den Film The Chaser gesehen habe und dann konnte ich einen Monat lang nicht mehr schlafen. Also ich bin jede Nacht schreiend aufgewacht. Deswegen weiß ich, dass dieses Horror und ja, zu Thriller-mäßige nichts für mich ist. Das heißt, wir haben Dramen, die wir regelmäßig uns zusammen ansehen, vor allem Polizei- und Medizindramen. Aber ja, Literatur fehlt mir dann halt so quasi der Austausch. Und ich habe mir gedacht, dass es halt eine gute Möglichkeit ist, mit anderen Leuten, die sich für Japan und Asien interessieren, also mit euch, in Kontakt zu treten, mich mit euch auszutauschen, euch zu erzählen, welche Bücher ich gerade lese, was mir daran gefallen hat. Und ja, natürlich durch euch auch neue Buchtipps zu bekommen, dass sich meine Welt öffnet und ich so auch danach einen besseren Blick auf die japanische Literatur bekomme, aber auch noch mehr, was es sonst noch in Asien gibt, dass ich so ein bisschen über meinen Tellerrand hinaussehe. Dann Frage 2. Was macht deinen Kanal besonders oder einzigartig? Ich glaube, das Besondere an meinem Kanal ist, dass er sehr region- und themenfokussiert ist. Denn ich interessiere mich ja für ostasiatische oder asiatische Literatur mit Schwerpunkt auf Japan. Frage Nummer 3. Worauf freust du dich? Ja, das ist ganz einfach. Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Deswegen, ich freue mich,
immer wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was ihr an dem Video gemögt habt, was ihr an dem Video mochtet, was ihr nicht so mochtet, ob ihr andere Buchempfehlungen habt, darauf freue ich mich. Fia, warum liest du? Ich bin ja eine sehr schüchterne und zurückhaltende Person und ich tue mir schwer, Leute anzusprechen und deswegen ja halt auch Freundschaften zu knüpfen. Und ich glaube, ich habe einfach in den Büchern Freunde gefunden, mit denen ich auf eine Abenteuerreise gehen konnte. Und ich konnte überall hin, ich konnte in die Vergangenheit, ich konnte in ferne Länder, nach Ostasien, gut, jetzt lebe ich auch da. Aber ja, sie haben mich überall hin mitgenommen. Und sie haben mich so akzeptiert, wie ich bin, mit meinen queeren Interessen, die halt nicht immer überall so reinpassen. Nummer 5. Welches Buch hat dich zum Lesen gebracht? Ich habe sehr früh mit Lesen begonnen. Ich habe ja eigentlich schon mit Lesen begonnen, bevor ich überhaupt lesen konnte. Das habe ich ja schon in meinem 50 Fragen Büchertag, ich werde ihn euch hier verlinkt, vorgestellt. Denn da hat meine Mama mir schon früh ja, Bilderbücher mitgebracht und ein Teil der Bilderbücher, also sie hatten so einen Text, und ein Teil des Textes war ersetzt durch Bilder, kleine Bilder, zum Beispiel von der Maus, es war die Maus im Zirkus. Und wir haben das zusammen gelesen. Ich mochte es einfach, in diese Geschichten einzutauchen. Ich habe ja auch viele Hörkassetten gehört, von Trudi Gerster zum Beispiel. Ich verlinke euch dieses Video auch nochmal. Ja, da konnte ich einfach darin abtauchen. Also deswegen, meine Mutter hat mich zum Lesen gebracht. Und dann, als ich schon lesen konnte, da waren es die Bücher von Astrid Lindgren, allen voran die Kinder von Bullaby. Ich weiß noch, ich habe alle Bücher gelesen und dann gab es nichts mehr. Und das war ein Abgrund, der sie vor mir aufgetan hat, dass es da keine Bücher mehr gab. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir dann die ganze Familie in eine kleine Buchhandlung gefahren sind und dass sie dann gefragt haben, ob die Astrid Lindgren denn nicht noch etwas geschrieben hat von den Kindern von Bullaby. Und dann hat die Verkäuferin ein Buch geholt, das war ein bisschen dünner als die ich gelesen habe. Und ich war total freudig, ich habe es sofort aufgemacht und mich hingesetzt, da auf die kleine Bank und mit Lesen begonnen. Und nach ein paar Seiten merkte ich, das habe ich aber schon gelesen. Da habe ich zwei schwere Erkenntnisse gewonnen. Nummer 1, gewisse Bücher werden in anderen Ausgaben aufgelegt. Nummer 2, es kommt irgendwann der Punkt, wo man alle Bücher von einer Autorin gelesen hat oder wo man eine Reihe ausgelesen hat. Und ja, dann ist dieses Gefühl der Leere da und man fragt sich, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Was mache ich jetzt ohne die Kinder von Bullaby? Und dann muss man sich eben neue Kinder von Bullaby, neue Freunde suchen und darin abtauchen. Dann gehen wir weiter. Nummer 6. Welche Fragen würdest du deinen Lieblingsbooktubern stellen? Ja, ich folge jetzt eigentlich sehr vielen Leuten und ich bin auch in den Kommentaren super aktiv. Das heißt, ich stelle die Fragen sofort, wenn ich irgendeine Frage habe. Deswegen ist ja die Kommentarfunktion auch da. Also auch wenn ihr Fragen habt oder euch etwas in den Sinn kommt, wenn ihr das Video seht, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich freue mich und ich antworte euch auch ganz bestimmt. Nummer 7. Was wird die größte Herausforderung als BookTube-Newbie? Ich glaube, die größte Herausforderung wird, Weggefährten zu finden. Denn ich bin ja nicht nur BookTube-Newbie, sondern ich bediene ja auch noch eine Nische. Also erst einmal Ostasien und dann noch mit Fokus auf Japan. Ich muss ja erst Leute finden, die sich ebenfalls für Ostasien und Japan interessieren und sich gerne mit mir darüber austauschen. Es ist ja allgemein schwer gesehen zu werden als Newbie, aber wenn man dann noch so was ganz Spezifisches hat, dann glaube ich, wird es noch einmal schwerer. Also dann wird der Flaschenhals immer enger, enger, enger. Und ja, deswegen, wenn ihr euch für Ostasien interessiert, ja, dann lasst mir sehr, sehr gerne ein Abo da. Und wenn ihr andere Leute kennt, die sich ebenfalls für Ostasien interessieren, erzählt ihnen von meinem Kanal. Eben, ich mache ja das ja, um in Austausch zu treten mit euch allen. Und ja, ich freue mich über jede Person, die hinzukommt. Ich freue mich über jeden Kommentar. Es ist immer ja, sehr bereichernd, weil jeder hat eine eigene Sichtweise. Und
Das ist wie ein neues Licht, das von einem ganz anderen Winkel in meine Welt eindringt und sie so erhellt. Wann hast du mit dem Lesen angefangen? Ja, wie ich schon gesagt habe, also bevor ich überhaupt lesen konnte, konnte ich einfach alles auswendig. Ich konnte die ganzen Geschichten auswendig in den Büchern und ich konnte die Geschichten auf den Kassetten auswendig, weil ich sie einfach so oft gehört habe. Ja, und als ich lesen konnte, hat mich das irgendwie einfach total fasziniert und ja, da habe ich mit Lesen angefangen. Nummer 9. Wo liest du? Ja, jetzt mit Corona und jetzt sind ja auch die Semesterferien an der Uni, lese ich meistens zu Hause auf dem Bett. Und wenn ich in der Uni bin, wir haben ja verschiedene Campusse und ich lebe in der Nähe von dem einen Campus, aber den Campus, den ich am meisten benutze, ist woanders. Und es gibt so einen Campusbus und da gehe ich immer genug früh hin, damit ich auch einen Sitzplatz ergattern kann, denn diese Busse sind sehr begehrt. Und ja, dann setze ich mich dahin und lese. 10. Welche Art von Büchern liest du? Ich lese am liebsten Erfahrungsberichte. Erfahrungsberichte, vor allem die von Frauen geschrieben wurden, von Frauen, die in der Kriegszeit gelebt haben oder in der Kolonialzeit, aber natürlich auch von Männern, die mit dieser Thematik konfrontiert wurden. Ansonsten lese ich natürlich auch Klassiker und ich entdecke auch jetzt gerade die japanische Gegenwartsliteratur für mich. Einfach sonst was mit ja, Ostasien und Südostasien zu tun hat, denn ich habe ja eine neue Challenge. Ich möchte auch mehr über die Philippinen erfahren und mehr über Vietnam erfahren. Solche Sachen lese ich. Ja, das sind wir schon am Ende des Videos. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß, ihr konntet etwas mitnehmen, etwas Inspiration mitnehmen. Normalerweise muss man da ja immer jemanden taggen. Ich glaube, ich bin aber so ziemlich die Einzige, die ich jetzt kenne, die diesen Tag noch nicht gedreht hat. Vielleicht Dani, denn Dani hat ja einen neuen Kanal. Sie macht aber nicht nur BookTube, sondern sie erzählt auch von ihrem Leben. Sie erzählt dann auch eben, wie es ihr dann geht beim Lernen, wenn sie mit der Ausbildung beginnt, also mit dem Studium beginnt. Und sie erzählt auch von Kerzen, die sie mag. Da müsste man vielleicht den Tag anpassen oder einfach trotzdem ja, den durchmachen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn ihr jetzt auch einen BookTube-Kanal habt und wie ich vielleicht schon gewisse Tags gedreht hat, aber genau der diesen hier noch nicht gemacht hat, dann fühlt euch getaggt und schreibt mir das doch bitte auch, wenn ihr das Video macht. Ich sehe mir solche Tags wirklich sehr, sehr gerne an. Mit diesen Worten möchte ich das Video beenden. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich würde mich einfach auf einen sehr regen Austausch mit euch allen freuen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Matane, bye bye.